und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich denke, du hast das Video über meine Kieferoperation schon gesehen. Und wenn nicht, dann verlinke ich es dir gerne nochmal hier oben. Einfach draufdrücken und dann kannst du es dir schon angucken. Mir wurden nämlich vor 6 Wochen beide Kiefer gebrochen, also oben und unten. Und ich dachte mir, es wäre ideal, ein Video darüber zu machen, was man nach einer Kiefer- bzw. Zahn-OP essen kann. Vielleicht auch nach einer Weisheitszahn-OP oder halt, wie bei mir, auch nach einer Kieferoperation. Das ist dann eine Nummer größer, sage ich mal, wo man dann halt noch länger nichts richtig essen kann. Und deshalb kenne ich jetzt viele Sachen, die man nach so einer Operation definitiv essen kann. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und vielleicht habt ihr noch andere Ideen in Bezug auf Kiefer oder generell, was ihr von mir sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare und lasst gerne auch ein kostenloses Abonnement da. Ihr müsst einfach nur auf den Abonnieren-Button drücken, das ist kostenlos, denn ich sehe immer in den Analysen, dass die meisten Leute, die meine Videos gucken, mich gar nicht abonniert haben. Also könnt ihr das gerne noch machen, dann seid ihr immer mit die Ersten, die davon erfahren, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Wir legen jetzt auch mal direkt mit der ersten Sache los. Wir gehen mal davon aus, man hatte die OP und kann halt gar nichts essen. Also je nachdem, nach einer Zahn-OP hat man auch nicht die Lust zu kauen, glaube ich. Einfach weil es halt schon weh tut. Und deshalb denke ich, dass Babyobst auf jeden Fall eine gute Alternative ist. Also ich finde die Fruchtsorten richtig lecker. Und alles so, was süßlicher ist, also zum Beispiel auch Milchbrei finde ich super, super lecker. Und in manchen Kekssorten ist zum Beispiel auch Babykeks drin. Das mochte ich auch sehr, sehr gerne, weil ich konnte nicht mal so einen Babykeks zerkauen. Also ich war wirklich auf dem Stadium eines 4 Wochen alten Kindes. Von den Zähnen her. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Babyobst mögt oder nicht. Und ob ihr diese Sorten wie zum Beispiel Spaghetti Bolognese und Kartoffeln mit Kürbis und Fleisch oder so ist da, glaube ich, drin, mögt. Ich habe mir die auch gekauft, aber ich mochte die leider überhaupt nicht. Dazu ist aber eine sehr gute Alternative und was halt auch vollwertige Mahlzeiten ersetzt, eine Suppe. Es gibt Suppen ja in allen unterschiedlichen Variationen, so Kürbissuppe, Cremesuppe, Tomatensuppe, Hühnersuppe, obwohl Hühnersuppe am Anfang vielleicht nicht ganz so gut ist, weil ihr gerade bei Kieferoperationen erst nur durch einen Strohhalm trinken könnt und dann muss die Suppe halt so flüssig sein, dass man sie halt mit einem Strohhalm trinken kann und halt so klein püriert, dass alles einfach nur durch den Strohhalm in den Bauch geht. Das ist am Anfang echt problematisch und nach 4 Wochen hat man definitiv gar keine Lust mehr auf irgendeine Suppe, das kann ich euch sagen. Aber es gibt so viele verschiedene Suppen und deshalb denke ich, also man muss sich die ja heutzutage nicht mal selber machen, man kann sich die einfach im Supermarkt kaufen. Oder da man eh nach Operation meistens viel Zeit hat, kann man sich ja auch mal so ein Rezept angucken und so eine Suppe selber machen und die dann halt klein pürieren und dann hat man auch was Leckeres zu essen. Was ich auch sehr, sehr viel gegessen habe, ist Pudding. Ich liebe Vanillepudding. Ob gekauft oder selbst gekocht, ich liebe Vanillepudding. Und ich habe wirklich so, so viel Vanillepudding gekauft. Und in der Zeit, wenn ich einkaufen war, ich hatte schon immer so, also es sind hier immer so 4er-Pakete mit diesen Puddings drin. Und ich habe dann immer 4 gekauft. Das heißt, ich hatte so 16 Päckchen Pudding und habe mich dann auch mal eine Zeit lang von Pudding mit ernährt. Ist aber auf jeden Fall auch sehr lecker und kann ich weiterempfehlen. Also wenn ihr Pudding mögt, dann esst Pudding. Was für mich nach dem Krankenhaus so der Himmel auf Erden war, war selbstgemachter, gestanzter Kartoffelbrei mit Milch und Butter. Und das war wirklich, oh mein Gott, ich habe so lange nichts mehr so Gutes gegessen. Obwohl es halt einfach nur Kartoffelbrei war, aber ich war so gefühlt im Himmel, weil ich konnte endlich mal ein bisschen was essen, was nicht durch den Strohhalm ging. Und ja, nach einer Kiefer-OP, also wie bei mir zum Beispiel, war halt auch der Mund mit so Gummis nicht gedrahtet, aber so befestigt, dass ich den Mund gar nicht aufkriege. Da hatte ich nicht mal einen Löffel durch den Mund gekriegt und deshalb war das mit dem Essen sehr problematisch und irgendwann kam dann die Zeit, wo ich die Gummis auch rausmachen durfte und dann konnte ich endlich mit einem Löffel essen und musste nicht mehr alles durch den Strohhalm aufnehmen. Das war dann schon echt gut und dann ist Kartoffelbrei auch
sehr, sehr lecker. Was natürlich immer geht, ist Kakao, also Milch mit Kakao. Ich liebe das sowieso. Und in der Zeit, wo ich halt eh so gut wie nichts essen konnte und halt eh alles nur trinken konnte, habe ich halt schon durchaus 3 Löffel Kakao reingetan, damit es halt auch so ein bisschen mehr Nährwert hat und man davon ein bisschen mehr gesättigt wurde. Also klar habe ich dazu was gegessen bzw. das Essen getrunken, aber ich habe dann halt noch so einen nachhaltigen, kalorienreichen Kakao getrunken. Morgens habe ich mir übrigens immer Smoothies gemacht, also ich mache da voll gerne so einen Apfel, eine Banane, ein bisschen Orangensaft und dann noch Milch und eventuell noch Haferflocken rein und das ist dann wirklich sehr, sehr lecker. Und ja, Smoothies püriert man sich einfach mit so einem, ich habe so einen Smoothie Maker und da tue ich das da alles rein, mache den an und dann ist alles klein und dann kann ich es trinken, weil essen konnte ich eine Banane zu dem Zeitpunkt halt noch nicht und mit dem Löffel klein gequetscht hat irgendwie auch nicht. Das war alles irgendwie nicht so schön, deshalb musste ich das alles trinken. Was ich auch immer im Kühlschrank hatte, war Joghurt. Ich habe am Anfang mehr so normale Joghurts gekauft. Mittlerweile mittlerweile kaufe ich immer einen Joghurt in Kilogramm Portionen oder halt 500 Gramm Portionen, weil ich esse im Moment sehr, sehr viel Joghurt, weil ich kann immer noch nicht alles beißen und ich muss auch noch warten, bis ich richtig harte Sachen beiße. Aber ich kann jetzt zumindest schon mal wieder ungetoastetes Toast essen und so. Aber da gehen wir gleich weiter drauf ein. Nur am Anfang ist es halt echt nervig und deshalb ist es super gut, dass es Joghurt in so vielen Varianten gibt. Was auch noch gut ist in der Zeit, ist Grießbrei. Den kann man sich ja auch einfach zubereiten im Topf und dann halt essen. Vielleicht noch ein bisschen Apfelmus dazu und dann ist das auch lecker. Das ist aber erst so die Stufe, wenn man schon wieder einen Löffel benutzen kann und nicht alles durch den Strohhalm trinken muss. Gerade in der Anfangszeit habe ich mich aber doch auch von Trinknahrung ernährt. Also es gibt spezielle Marken, die genau Trinknahrung herstellen. Da gibt es ein paar gute und ein paar nicht so leckere, deshalb... Ich kann jetzt in dem Video hier keine Marken nennen, weil das sonst Werbung wäre, aber schaut einfach mal im Internet, was ihr da so findet bei Trinknahrung. Im Supermarkt gibt es auch manche Sachen davon, aber achtet darauf, dass das nicht diese Fitness-Dinger sind, weil ich habe zum Beispiel die getrunken, wo 500 Milliliter auf 500 Kalorien sind, weil sonst, wenn ihr diese Fitness-Dinger trinkt, da sind ja so gut wie gar keine Kalorien drin und in der Zeit ist man froh über Sachen, wo man wenig von trinken muss, die doch viel Kalorien haben, damit man halt nicht verhungert. Weil im Krankenhaus habe ich das Essen meistens zurückgeben lassen. Bis auf die Puddings und die Milchschnitte. Ich habe 45 Minuten im Krankenhaus für eine Milchschnitte gebraucht. Für eine Milchschnitte, ja. Da muss man sich mal vorstellen, wie schlecht ich einfach essen konnte. Trinknahrung ist da doch schon ein Vorteil, dass es sowas gibt. Sobald man dann die Kaubewegung wieder machen darf und das halt üben soll, so zu kauen, auch ohne Kraft kann man kauen, habe ich ungetoastetes Toast gegessen, das esse ich im Moment auch. Also ich nehme das Toast einfach aus der Packung und schmier da irgendwas drauf und dann esse ich das. Was auch sehr, sehr, sehr lecker ist, ist Brioche. Ich glaube, das spricht man so aus. Ich weiß es nicht ganz genau, aber das gibt es zum Beispiel im Supermarkt eures Vertrauens. Und das ist halt Brot mit Butter und ich glaube Creme Fraiche ist da noch drin oder so. Aber auf jeden Fall ist das auch ziemlich kalorienreich und schmeckt halt auch super, super lecker und ist sehr süß. Ich bin generell ein Mensch, der gerne süß isst. Das Brot war dabei ideal und es ist halt auch super weich und deshalb kann man es echt leicht kauen. Mich haben ja meine Großeltern besucht, nachdem ich aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen bin und in der Zeit musste ich noch alles klein pürieren, mit einer Spritze aufziehen und dann halt in den Mund spritzen. Und in der Zeit hat mir meine Oma einfach Brühe gemacht, also so Brühengläser, die auch sehr kalorienhaltig waren und die hat sie mir halt gemacht. Da ist, ich weiß gar nicht, wie sie die gemacht hat. Ich muss sie beim nächsten Mal fragen, weil ich das unbedingt wissen will, wenn ich mir das mal selber machen will. Aber da ist halt auch Hähnchenfleisch drin gewesen. Dann habe ich mir immer Kartoffeln mit einer halben Karotte und halt viel von dieser Brühe, alles so zusammen püriert. Und oh mein Gott, Leute, das war so lecker. Also klar, ich habe es dann nochmal warm gemacht auf der Herdplatte. Aber das war so heftig lecker. Wirklich, wenn ihr die ganze Zeit nur so Trinknahrung oder Pudding oder irgendwas Komisches habt. Und dann sowas richtig Nahrhaftes, das ist wirklich echt richtig, richtig lecker. Und als ich angefangen habe zu kauen, habe ich mir auch oft
sehr oft Spinat mit Kartoffeln gemacht. Ich liebe Spinat mit Kartoffeln sowieso und deshalb habe ich mir das sehr oft gemacht. Die Kartoffeln habe ich einfach mit der Gabel ganz, ganz klein gemacht. Und den Spinat, also der ist ja sowieso klein und also ich nehme immer nicht Spinatblätter, sondern halt Rahmspinat, weil der hat eh dann mehr Kalorien mit der Sahne da drin und so. Und dann habe ich den halt mit den Kartoffeln gegessen, was ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Darüber hinaus habe ich dann auch sehr oft Rührei gegessen. Also ich habe das Rührei halt wirklich sehr, sehr klein gemacht und habe es dann auch nochmal klein geschnitten, dass es halt wirklich so ganz, ganz mini war, dass ich es gar nicht kauen konnte, sondern eigentlich direkt runterschlucken. Und ja, Rührei ist auch sehr gut nach sowas. Und dann kann ich Nudeln empfehlen. Ich habe immer diese Fusili-Nudeln gekauft, also diese gedrehten, die dann ganz, ganz weich gekocht, dass ich sie mit der Gabel einfach nur so zerquetschen musste, weil ich konnte am Anfang halt noch nicht kauen. Hab dann mir eine Soße dazu gemacht, wo halt auch nichts drin war, sondern einfach nur eine flüssige Soße. Und wie gesagt, hatte das dann so klein zerkleinert, dass ich gar nicht mehr kauen musste und das halt einfach essen konnte. Ebenso kann man auch Gemüse lange kochen lassen, dass sie halt wirklich mit dem Messer da so dran geht und wenn man das Gemüse dann einfach so, wenn das halt so sich von selbst praktisch teilt, nur wenn man mit dem Messer dran geht, dann ist es halt fertig, das ist halt so ultra weich, dann kann man das auch mit der Gabel klein quetschen, kann das dann auch essen. Dazu kann man sich theoretisch auch noch Reis machen, den kann man dann entweder kauen oder halt nicht. Je nachdem, wie weit man so mit seiner Mundverfassung ist. Und das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr lecker. Ich würde euch aber empfehlen, viele Gewürze dran zu machen, weil sonst ist das vielleicht ein bisschen langweilig so nach dem dritten Tag Reis mit Gemüse. Und wenn man sich in der Zeit dann mal wirklich was gönnen möchte, dann kann man auch, wenn man den Mund schon mal aufkriegt und vielleicht auch so ein bisschen kauen kann, auch Lachs kaufen oder generell so Fischfilet und das kann man sich dann auch machen. Das ist auch super, super lecker, weil man kann in der Zeit, wo man halt was mit den Zähnen hat, eigentlich kein Fleisch essen, weil man kann es ja nicht kauen oder es ist halt so fein gekocht, wie zum Beispiel in der Brühe meiner Oma, dass man es halt einfach dann nochmal in den Pürierdings, also in den Pürierer tun kann und es dann halt super, super klein ist. So, das war's jetzt auch schon mit meinem Video über Sachen, die man nach einer Kiefer- bzw. Zahn-OP essen kann. Da hat mich super viele immer nachgefragt, was ich denn so gegessen habe. Und ja, jetzt habe ich es euch einmal abgedreht. Ich wünsche euch guten Appetit. Wenn ihr eine Operation hattet, dann auch weiterhin gute Besserung. Ihr schafft das. Schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Dort gibt es noch viele weitere Videos, auch nicht nur über Operationen. Also wir wollen ja nicht nur darüber reden. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Ciao!